François Le Jongen, Alex, Maxim, erzählt uns mal, wie seht ihr genau? Wir sind Band Acoustic Message und wie du nun schon seht, wir haben ein Genre akustische Pop, Rock, auch teilweise. Und voilà, wir sind seit anderthalb Jahr, dass wir das Acoustic Message gibt. Mal mit variiert, mal den Line-Up, mal ein bisschen variiert, Konstellation. Und wir zum Beispiel seit einem guten halben Jahr zusammen, so wie wir sind, genau. Wie sieht das zur Musik kommen? Ich persönlich habe schon mit 12, 13 angefangen mit Beatboxen und so. Und das war halt irgendwie die einzige Zuflucht für irgendwie etwas zu fangen, was mir Spaß macht und was mir viel bedeutet. Und irgendwie, ja, das hat so angefangen. Und irgendwie sind ich dann an Perkussion gekommen und hier und da. Und das ist am Punkt wie, ja, das ist halt Musik irgendwie. Das will ich jetzt erklären, weil das halt das einzige, was bei mir noch richtig viel bedeutet. Und dann halt als Musiker ist das ziemlich cool. So. Und das will jetzt erklären. Leute in meiner Situation, sie verstehen das wahrscheinlich gut. Und voilà, ja. Heute noch also speziell in der, das haben wir schon mit den anderen Artisten noch gesehen. Es geht um Mobbing und Diskrimination. Wie sind Sie da zu dem Projekt überhaupt gekommen? Ich ist noch eben von den Mod-Organisatoren. Und zwar so, dass ich den Chris and Taylor, den deutschen Act, den auch noch ein Teil spielt, kennengelernt habe am September, war das letztes Jahr, wo ich auch mit Geeks for You, die eben auch mit organisieren, ein Konzert zusammen zu Fates an einem Restaurant gespielt haben. Und wir sind dann sicher mal im Kontakt geblieben und du hast eben die abgekommen, für den Chris hier auf Lützburg zu bringen. Und wie man mitkriegt, wie die Niger nicht eben mitkriegt haben, dass sie auch mit zwei amerikanischen Anti-Mobbing-Agenzen zusammen schafft, also eben auch die kommen für den Projekt auf Lützburg zu bringen. Und eben auch hier aufmerksam zu machen, ob ein Problem den doch aber, wenn wir ehrlich sind, an all den Gesellschaftsschichten präsent ist. Und da eben auch Musik und auch doch, also da eben ein Mittel sind, für aufmerksam zu machen auf das Problem. Also das Projekt, den da viel im Herzen liegt, weil auch, wie es nach jung war, auch gemobbt, was da gemobbt ging, oder ist das nur am großen Ganzen, dass das heute alles organisiert wird? Das ist am größten Ganzen. Ich persönlich, glücklicherweise, glaube ich nie, ich war schon an dem Fall, dass ich gemobbt gesehen habe, da war mitgekriegt bei anderen Leuten. Und ich persönlich bin auch selber in den bei pickischen Kommentaren, das ist schon immer relativ viel persönlich. Und ich weiß, dass das nicht einfach ist. Auch nicht mehr mit der Sprache, dass ich noch viel kann verletzen kann. Und dafür auch etwas, mir persönlich auch im Herz leid, aufmerksam zu machen, dass ich mal vielleicht zwei, drei Mal überlege, eher in etwas möchte, etwas sieht oder eine Aktion durchzieht. Aber was meinst du, die Leute kriegen den Message mit dieser Soiree oder wie gesagt, das läuft wieder aus? Ich hoffe natürlich stark, dass die Leute auch mitkriegen, wie wir das machen und dass sie auch den offenen Message mitholen und sich vielleicht am Bett den offenen ein paar Gedanken machen, ob sie am Fall sind oder sowas als Mobber oder als Opfer im Moment. Voilà, ich hoffe einfach, dass wir ein Ausrufezeichen können setzen den Abend. Aber wenn nicht mehr eine Bängerei leider ist, dann hätte es definitiv schon etwas geholfen. Ich meine, dass ich nicht zu der Reno gesperrt kriege, das ich meine, da so muss ich, das muss ich bewusst sein. Aber dass, wenn ich eine Reihe Leute hat, die sich den Abend Gedanken machen, dann haben wir definitiv schon etwas erreicht. Was ist das genau Mobbing und Diskrimination für euch? Was ist das Mobbing? Das ist, weil ich gegen irgendwie geht, eine Persönlichkeit. Das ist irgendwie etwas Negatives. Ich wünsche mich, dass es irgendwie verletzt ist, was man denkt. Voilà. Das kann auf vielen Ebenen sein. Das kann in einer Gruppe sein, kannst irgendwie ihn ausstoßen. Du kannst Cybermobbing, das ist nur irgendwie dick aktuell gerade irgendwie. Die ganzen Dinge, das ist wahnsinnig viel als Mobbing. Genau, wenn öffentlich ihn zur Schau stellt, den einen gewissen einen Aussicht vertritt, sieht er Homosexualität, sieht er ein speziell. Dass er sich wie er sich undet, wie er sich geht, wie er schwätzt, wo er kann, für ihn ausgesagt. Wenn er das nicht toleriert, wenn er nicht tolerant ist.